Hallihallo und willkommen zurück zu Pokémon Blau. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen so gedörbt, Radweg trainiert und sowas. War es ja gelohnt. Timo ist ein paar Level gestiegen. Das finde ich sehr schön. Und ich habe schon nachgeguckt, wo, wann man einen Surfer einsetzen kann. Und dazu müssen wir Koga besiegen. Übertragung machen wir es in dem Part mal. Weil. Gucken wir uns die Arena an. So. Wäre die Sache doch geklärt, ne? So, ich will wieder mal alle Trainer mitnehmen. Zum Glück sieht man die unsichtbare Wand überhaupt nicht in dem Spiel. Also, auf dem Screen auf dem Gameboy war es damals wesentlich schwerer zu erkennen. Einfach weil es auch kleiner war und alles. Aber jetzt gerade ist es ziemlich einfach. So, Problem an Kokos Arena. Wir sind ein bisschen schwächer vom Level her. Da Koga wohl bis Level 43 hochgehen soll, was auch für Sabrina gilt. Dementsprechend müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, wir sollten trotzdem ziemlich gut durchkommen. Jonglier ich mit deinen Pokebällen. Meine Fresse. Was macht der Jongleur da eigentlich gerade? Jongliert er mit seinen Pokebällen und ruft die ganze Zeit die Pokémon zurück? Oder? Ich habe keine Ahnung, was er macht. Soll er machen, was er will, solange seine Pokémon einfach verrecken, ey. Au, okay, das tut weh. Könnte wehtun. Ja, das tut weh. Und das hat nur ein Traumato. Oh, shit, das lebt sogar noch. Okay. Man merkt, dass die Level hier ein bisschen höher sind. Vielleicht merkt man das so ein bisschen. Das heißt, hier muss ich ein bisschen aufpassen. So. Gehen wir heilen. Wenn ich jedem Trainer heilen geben muss, ist auch kacke, aber. Es gibt durchaus noch Orte, wo ich trainieren kann. So ist es nicht. Aber ich möchte jetzt surfen. Ich hätte wirklich sehr gerne sehr schnell unser sechstes Teammitglied gehabt. Da bin ich ganz ehrlich jetzt gerade. Ich möchte das sechste Teammitglied haben. Weil es nämlich durchaus auch hilfreich werden könnte, eventuell. Ich weiß noch nicht genau wann. Aber irgendwann garantiert. Hypno, Level 8 und 3. Ach du Scheiße, okay. So, was macht man gegen dich jetzt? Hypno, oh Gott, Schaufler, okay, Giftwolke bekomme ich gleich, nur vergiftet, das ist okay. Kopfnuss. Also eine Psychokinese von dem Ding würde mich wahrscheinlich umbringen, oh, das war nicht mal die Hälfte. Steinhagel? Steinhagel stärker? Oder ich flinche einfach, das ist so die Taktik hier. Ah, du bringst mich low genug erstmal, damit du mich mit Psychokinese one-shotten kannst, ja? Ist das so die Taktik? Okay, ich verstehe. Gut, wird spaßig hier, wird spaßig hier. Paralysiert, okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Arenaleiter selbst einfacher wird als die Vortrainer. Da bin ich mir sehr sicher, das kann ich euch versichern. Gut, gehen wir nochmal heilen. Machen wir so gerne. Ist das ein Wipe-Festival, ey, meine Fresse. Wenn ich den Nuzlocke spielen würde oder sowas, würde ich es natürlich ganz anders spielen hier gerade. Dann würde ich natürlich erst die ganzen Routen machen, bevor ich hier reingehe. Aber, nee, ich will jetzt surfen können. So einfach ist das. Könnt mich mal. Ich will, bevor ich auf die Wasserroute gehe, will ich surfen können. Stimmt, da unten ist ja nur Wasserrouten, da kann ich auch noch trainieren. Oha. Möglichkeiten eröffnen sich. Nee, wirklich, ich möchte wirklich ganz surfen jetzt. In nächster Zeit. Sonst hätte ich das ja wohl wahrscheinlich nicht so intensiv gefragt, wo es Surfer gibt. Oder, ja, wo es Surfer gibt, das ist eine blöde Frage. Wann ich surfen kann, so rum. Sonne Kopf, was machst du das? Okay.
Nur keine Psychokinese. Weil die tut Aua. Ganz doller Aua tut die. So, Traumatus kannst du draußen behalten. Das ist kein Ding. Wenn die kopflos machen, ist mir das auch recht. Wie viel Schaden hat die Psychokinese von dem Traumato vorhin gemacht? Waren das 70? Ich glaube, das war Level 33 oder 34, irgendwie sowas. So dürfte 30 Schaden machen ungefähr. Das waren mehr so 40. Auf 30 ungefähr, aber so 40. Fuck. Aber okay, jetzt kriegen wir hin. Das sind gute EP. Timo ist auch fast gleich auch in dem Team. Ein Level fehlt noch. Kadabra. Ich tausche aus. Und zwar zu Anni. Schafft sie das? Überlebt sie das? Ist eher die Frage. Psystrahl, okay. Der geht. Psychokinese wäre schlimm gewesen. Psystrahl geht. Aber Kadabra sollte das nicht überleben. Nein. So, und noch ein Traumato. So, wenn das keine Psychokinese macht, sollte eigentlich alles geritzt sein. Ja. Aber ich war schwarz ja nicht, ne? Ach, verdammt, okay. Ich schau da nochmal aus. Ja, gut, Giftwolke ist okay. Guck mal zum. Snowbillycard, bitte. Ich wollte gerade so toll sagen, holen wir uns noch ein bisschen Geld ab. Und dann verfehlt's einfach. Das kann ich nicht gut heißen, du. So, gehen wir nochmal heilen. Haben wir noch nie gemacht in dem Part. Oh, shit, ey. Ja, manchmal bin ich schon so ein bisschen unfähig. Das hat man schon mal. Zum Beispiel jetzt gerade. Ich bin sehr unfähig gerade. Das gebe ich auch sehr gerne zu, wie man sieht. Man sieht's ja, ich bin unfähig, so. Ich kann damit aber tatsächlich sehr gut leben. Das möchte ich mal so anmerken. So. Nächster Trainer. zum Glück kann Rihorn beim Arenaleiter immerhin was reißen. Okay, Ninja-Kampf. Cool, also ist jetzt jeder, der Pokémon einsetzt, ein Ninja, ja? Das ist ja cool. Ich bin ein Ninja. Ein Ninja. Dompteur mit Arbok. Oh nein, der Bedroher. Ach Moment, du hast ja einen Bedroher. Ha. Dann ist ja EZPZ. Wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Jawohl. Ja, gegen Giftpokémon komme ich klar, sieht er? Und eigentlich ist es ja auch eine Giftarena, aber irgendwie hatten wir bisher nur keine Gift-Pokémon. Keine Ahnung. Kann man da mal auf dem Level eine Bodenattacke? Ich weiß nicht, aber es hat sehr viel Def. Deshalb gehe ich zu Henry. Da wird Rihorn nicht so viel Schaden machen. Ich würde sagen, ich glaube nicht, dass Sandama eine Bodenattacke kann auf dem Level. Ich glaube, die einzigen Bodenattacken, die ich lernen kann, sind wirklich Erdbeben und Schaufler. Na gut, so viel mehr Bodenattacken gibt es auch in dem Spiel nicht, aber. Das spielt ja keine Rolle gerade. Das ist ja egal. Schaufeln wir nochmal. Giftstachel ist okay. Macht eh keinen Schaden. Vergiftet mich aber dafür. Natürlich. Warum auch nicht. Wisst ihr, was das Schöne ist? Ich muss mal nach einem Trainer nicht zurück ins Center laufen. Ist doch auch schön, ne? Aber was ganz Neues. Autsch. Ja, das tut weh. So, ich müsste eigentlich Hyperheiler haben, genau. Bop. So, weiter geht's. So, haben wir hier einen Trainer. Da ist tatsächlich ein Trainer. Nehmen wir den einmal mit.
Auch wenn eigentlich ich den Weg hätte folgen sollen, aber ach, was soll's. Ach, das schwer sicher Pokémon. So viel Spaß. Ach, der jongliert schon wieder mit seinem Pokémon und der hat einen Hypno. Ach du Scheiße. Und ich verfehle, okay. Aber er verfehlt auch. Das ist gut, dass er verfehlt. Auch wenn es nur Aussetzer war, aber verfehlen ist immer gut. 60 Schaden? Na, mehr 50. Das ist schwer zu schätzen. Hoffe ich, dass er Ausdauer. Hoffe ich, dass er Aussetzer macht? Okay, danke. Das war jetzt ein bisschen eng predicted. So, Timo, das Leveln wird doch langsam. Das wird doch langsam. Ich bin wieder vergiftet, okay. So, jetzt die große Frage. Macht er Konfusion oder nicht? Nee, Psychokinese. Ha. Na gut, ich habe nicht die Wette verloren. Er hat keine Konfusion gemacht. Schwacher Trost, ich weiß. Danke. Aber warum muss die 5. und 6. Arena Level Mission auch so hart angehoben sein im Vergleich zu der Arena davor? Die Arena davor war Level 30. Und das ist jetzt Level 43 maximal. Also, das ist schon krass. Also die Arenen 5 bis 8 sind levelmäßig fast gleich auf. Und dann kommt dir so ein Klotz. Da muss man halt wirklich erstmal alle möglichen Trainer eigentlich mitnehmen. Wenn man das hier irgendwie schafft. Zumindest wenn man das so macht wie ich. Wenn man ein, zwei Pokémon weniger im Team hat, dann hat man natürlich wesentlich höhere Level zu dem Zeitpunkt. Das ist ja klar. Aber nö, ich trainiere immer 6 Pokémon in LPs. Privat nicht unbedingt. Privat nicht unbedingt, das muss ich sagen. Da habe ich eigentlich immer nur so 4 Pokémon im Team. Aber hier so in LPs, da habe ich immer 6 Pokémon dabei. Ist halt so hier, wie ein Pokémon-Trainer sein muss, ne, mit 6 Pokémon und sowas alles. Das tat weh. Kleines von damals tat sehr weh. Ja, Pokémon braucht halt 6 Pokémon, ne? Was soll er sonst machen? Was soll er sonst machen? So, Henry Level 35, so. Jetzt geht langsam die Spannung los, wer sich zuerst entwickeln wird. Ihr konntet im letzten Part ja da so ein bisschen schreibseln. Was ihr denn, wer zuerst entwickelt? Ich bin gespannt. Ich kann es nicht genau sagen. Ich finde es gerade schön, wie das Byte von Arbok da so in den Nickname reinragt. Der ragt in das O rein. Das finde ich sehr interessant irgendwie. Was ich nicht alles interessant finde, ne? Grausam. So, ich glaube, dann haben wir alle Trainer fertig. Dann kommen wir jetzt zu Koga. Ich halte ihn mal auf für einen Notfall. Falls ich ihn mal brauche. Aber ich denke, Koga kriegen wir hin. Das müsste Rihorn alleine packen. Hahaha, ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Ich glaube, Koga kann ich mal einschläfern. Aber sagt's keinem. So, das schwächste Pokémon ist Level 37. Okay. X Angriff aus Mogon. Okay. Was willst du machen? Nochmal X. Oh, nochmal. Oh, oh. Ich rieche, dass gleich irgendwas in die Luft geht. Oder auch nicht. Sorry, Smogon. Slimog. Ja. Ich
Mein Teamrock resistiert alles, was ich hier kriegen kann. Das Schlimmste, was mir Schaden machen könnte, wäre Gift. Also, Vergiftung. Alles andere sollte handelbar sein. Und ja, ich denke aber, Rihorn macht die Arena solo. Ah, Leute, 35, okay. Ist das dein Ernst, Rihorn? Routenschlag? Auf 35? Nice. Musst du erstmal deine Route finden, oder was? Oh, jemine. Okay, Rauchwolke, das gefällt mir nicht. Darum geh direkt, bevor du irgendwas machen kannst. So, und Smogmog, das stärkste Pokémon. Toxin, okay, mach ruhig. Das ist okay. Kann ich, glaube ich, mit leben. Noch. Okay, X-Angriff. Jetzt geht's los. Jetzt will er es wissen. Ja, Toxin macht Schaden, das weiß ich. Aber nicht genug Schaden. Und weg mit dir. Ja, ich sag ja, der Reaktor ist einfach. Die Trainer davor, die waren das Problem. Aber schön. Na sowas, bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nur noch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. TM6 Toxin von der 1. bis zur 6. Gen. TM6 ist Toxin. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Das ist schön. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ich finde es schön, wie ich einfach das Flackern nicht sehe gerade. Ist das Toxinflackern? Sieht man es einfach nicht, ja? Ah, jetzt sieht man es hier. Okay. Warum hat das in der Arena denn kaum gesehen? Wow. Sehr merkwürdig. Definitiv. So. Jetzt ist die große Frage, möchte ich jetzt das 6. Teammitglied holen? Weil dazu brauchte ich nämlich Surfer. So, Timo hat erstmal Pause. So, jetzt kommen die beiden erstmal dran. Ich glaube, wir kümmern uns um das 6. Teammitglied mal. Ja. Das müssen Alabastia und dann runtersurfen. Wohin man dann kommt, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ich habe mich mal kurz bei meiner Mami. Natürlich, nachdem ich im Pokémon Center war, klar. Aber Mami, die gibt nochmal so extra Liebe drauf. So. Surfer mal. Henry Surfer. Ja, jetzt hätte ich einen längeren Tages finden, ich weiß. Ah, oh, Level 5 der Dach, oh Gott, schaffe ich das? Nee, ich muss fliehen, sorry, das schaffe ich nicht. Davor habe ich zu viel Angst. So, ich könnte hier noch mal Trainer gucken hier. So ein bisschen, ne? Das Training hört nicht auf. Auf keinen Fall. Glatzkopf mit einem Tentacher. Ja, also die sind levelmäßig auch wieder ein bisschen angenehmer für mich. Aber das müsste eigentlich alles machbar sein. Mit Blitzer sowieso. Ich mache übrigens Donnerblitz, weil ich mir nicht sicher bin, ob Donnerschock die tötet. Die Tentacherei ist, man weiß ja, spezialdefensiv besonders stark. Oder in dem Fall halt spezialwertmäßig. Deswegen bin ich mir eigentlich sicher. Ich glaube, Syntoxa könnte sogar überleben. Aussieht. Das sind die Arme verschränken, ey, yo, Digga. Mach's mir nicht platt, ey. Ich merke das. Das finde ich nicht okay von dir. Aber ist mir egal. So. Hast du davon. So, nehmen wir den mit. Oh, das ist eine Plattform. Mit Anglern. Oh, Angler. Krasse Sache. Ah,
Es kann sein, dass wir erst im nächsten Part das nächste Teammitglied fangen, also das letzte. Je nachdem, wie schnell wir hier vorankommen, bis wir jetzt die Nova-Insel erreichen. So, Level 35 für Laura. Ja, jetzt können die anderen auch mal wieder leveln, ne? Das ist auch schön. So, tatsächlich müsste Snobili gerade besser sein als Blitzer gegen den Toxer. Ironischerweise. Weil der Toxer so einen richtig schlechten Defensiv hat eigentlich. Ja, wäre sehr effektiv. Wäre eine Toxer-Geschichte. Ist es aber nicht. So, Level 35 für Anni. So, ist alle Level 35. Okay, jetzt geht's langsam um die Wurst. Wer wird sich zuerst entwickeln? Also in diesem Part wohl keiner. Auch wenn ich persönlich gerade glaube, dass ich Schildock zuerst entwickeln durfte. Aber wer weiß es schon. Oh nein, nicht der. Nicht der Carpador-Trainer. Please, no. Ah, oh, das ist der Carpador-Trainer. Ich dachte, die Arena wäre eine Herausforderung gewesen, aber dann kam er mit seinen 6 Carpador. Ich verzweifle gerade. Ich pack den nicht. Ich pack den nicht. Seht ihr, wie der mich fertig macht? Mit seinen 6 Carpador? Also 6 Pokémon, ne? Das ist ein richtig Trainer. Das ist ein richtiger Trainer. Der wahre Trainer ist es. Ich verzweifle. Kommen wir zur Frage des Tages. Wie sinnvoll findet ihr den Carpador-Trainer, den so in fucking jedem Pokémon-Spiel gibt? Ich finde ihn so lustig einfach nur. Das ist einfach so lustig. Einfach 6 der nutzlosen Pokémon überhaupt. Keine Ahnung. Ich find's witzig. Wie kam der heute hier drauf? Carpador kann nicht mal Surfer lernen. Ich weiß es nicht, aber egal, er hat 6 Carpador, so. Darauf kommt's an. Fucking Carpador-Trainer. Golking. Golking ist ein cooles Pokémon. Ist in der Gen leider richtig scheiße, weil es hat einen guten Angriffswert, aber Wasserattacken sind speziell. Und vor allem ist Golking in der ersten Gen das einzige Pokémon, was Kaskade lernen kann. Ich glaube, in der ersten Gen hat es Kaskade schon gehabt. Meine ich zumindest. Ich kann mich täuschen. Ich täusche mich oft. Aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es Kaskade lernen konnte in der ersten Gen. Was hier noch keine VM war, sondern in der ersten Gen später. Kann auch sein, dass ersten Gen 2 Kaskade lernen konnte. Aber dann war es trotzdem das einzige Pokémon, was es von alleine lernen konnte. So. Oder alle anderen nur durch VM. So, Level 36 für Laura. Das heißt, es kommt doch nicht raus. Ah, entwickelt sich doch Tauboga zuerst? Das ist jetzt die große Frage. Die große, große Preisfrage. Oh, wow. Ist die Animation von Klingenschrumpf spaßig. Meine Fresse. Ich habe irgendwie mehr erhofft. Als ein Schnitt. Okay, das war auch kein Erlaub. Aber gemäß meiner Tauschregeln kommen soll jetzt nach vorne. Das heißt, eventuell werden wir in dieser Folge noch einen Tauboss sehen. Und eigentlich müsste ich dann ja so auslegen, dass sich beide in einer Folge entwickeln, oder? Das wäre ja ungerecht sonst. Sind noch irgendwo Trainer hier? Ah, hier haben wir noch welche. Gut, also wird es in diesem Part kein 6. Teammitglied mehr, so viel kann ich schon mal sagen. Aber ich denke, nach zur Zinnoberinsel werden wir auf jeden Fall noch surfen. Und wir sehen tatsächlich vielleicht noch eine Entwicklung. Auch ziemlich cool. Aurora-Strahl. Oh, du überlebst das Fliegen, du überlebst das Fliegen, du überlebst das Fliegen. Ja, das überlebt das. Aber Muschel-Spezialangriff ist nicht so hoch.
Aber es hat eine gute Defensive, deshalb überlebt es das Fliegen. So, Austos. Da muss ich jetzt leider wirklich eigentlich wechseln. Aber zu wem? Ironischerweise zu Henry. Ja, natürlich, zu Laura wäre am effektivsten gewesen, aber Laura ist Level 36. Und Henry greift speziell an und das hat Austos nicht so gerne. Ja, den habe ich auch nicht so gerne. Okay, gehen wir noch zu Laura. Ah, je bitte. Machen wir es doch auf die Weise hier. Braunschock müsste ausreichen. Gut. Aha, er wollte nicht so barsch sein. Versteht ihr barsch? Wegen Angler. Okay, ich hör schon auf. Ich sehe es ja ein, ich hör schon auf. Gold King. Fliegen wir nochmal. Das war wenig Schaden. Ach du Kacke. Ich gönne mir den Spaß jetzt und tausche zwischen den beiden rum. Da bin ich jetzt gerade ganz ehrlich, ich gönne mir den Spaß jetzt. Wäre doch lustig, wenn sich beide so gleichzeitig entwickeln. Auch wenn ich nicht ganz dran glaube, dass ich das hinkriege, aber... You never know, what? You never know. Oh je, meine. Ich nehme mehr Schaden als das Gold King, ey. Ich hätte mal Biss bleiben sollen. Okay, kein Level Up bei beiden. So, ich tausche jetzt zu Solly. Ich ziehe das jetzt echt durch. In der Hoffnung, dass ich dadurch... Ach, fuck my life. Beide gleichzeitig entwickeln wollen. Wenn Tauburger das überhaupt überlebt, versteht sie natürlich. Nicht, wenn das so weitergeht. Ah, je, meine. Warum muss ich eigentlich mal so komische, sinnlose Spielchen machen, ne? Warum mache ich sowas immer? Ah, ich ruiniere mich damit immer selber, weil ich irgendwelche komischen Ideen habe. Natürlich muss ich jetzt 5 Ball treffen, ne? Damit bloß mein Supertank 0 gebracht hat. So, und jetzt bitte beim nächsten Mal wieder nicht verwirrt sein. Ach, oder so, okay. Hauptsache durchgekommen. Okay, wunderbar. Ja, beide nicht aufgestiegen, okay. So, große Preisfrage, kommt noch ein Trainer. Ich weiß es nicht. Okay, da ist noch einer. Okay. Nächster Versuch, beide gleichzeitig zu entwickeln. Aber ich guck mal, wie viele P-Beine noch brauchen. So, das sind meine letzten Tränke. Aber das ist kein Problem. So, Sölli. Braucht noch 630, das ist nicht viel. Shillock braucht noch 1500. Das heißt, ich müsste Shillock erstmal irgendwie 1000 EP geben. Wie mache ich das am geschicktesten? Er hat den Taras hauen, klar, aber... Ja, gucken, noch ein, zwei Trainerchen vielleicht. Obwohl, das müssen auch starke Pokémon sein, die auch eine Menge EP geben, weil die beiden sich die teilen müssen. Starmie gibt eine... Oh, Level 37, oh, scheiße. Starmie, wollte ich sagen, gibt eine Menge EP. Dürften aber nicht genug EP sein, dass sich Henry jetzt alleine auflevelt. Und das Ding ist Härtner 1, das gefällt mir auch, scheiße, gefällt mir gar nicht.
Okay, da brauche ich anderweitig Hilfe. Na, von wem dann? Laura. Je. Andere Chance sehe ich nicht. Muss man so machen. Das hätte ich wieder um die Hälfte der EP. Was immer noch 800 sind, okay. Das heißt, Dolly hängt jetzt bei 600 und Henry bei ungefähr 700. Da ist noch einer, perfekt. So, gucken wir mal, ob wir es diesmal hinkriegen. Der Part hat ein bisschen Überlänge, ne? Ich merke das schon. Keine Sorge, ich merke sowas. So, Henry ist draußen. Wechseln wir jetzt auf Solly. Ich wette, irgendwer wird einfach viel zu wenig EP kriegen dann. Ich wette einfach. Muss einfach so sein, es muss einfach. So, okay. Und Ruckzuckieb. So, und dann muss gleich Solly drin bleiben. 300, 300. Shillock, das könnte genug EP bringen. Das könnte auf jeden Fall genug EP bringen. Dazu muss mein Shillock aber auch den Gegner Shillock besiegen können. Das ist das größte Problem, schätze ich. Weil das jetzt aber Panzerschutz macht, habe ich ein Problemchen. Vor allem, ich habe keine Tränke mehr, ne? Ich bin schneller als das Shillock. Das könnte gerade so reichen. Jo, genau das. Okay, Henry 36, Solly 36. Dankeschön. So, Henry entwickelt sich. Unser Shillock. Wird zu einem wunderhübschen Turtok. Und Solly entwickelt sich. Na, so ein Zufall. Tauboga entwickelt sich, yay. Und wird zu einem Tauboss. Wunderbar. Tja, wer hat jetzt gewonnen? Keiner, weil sie sich gleichzeitig entwickelt haben. Ah, das ist herrlich. Habe ich alle verarscht. Alle habe ich verarscht, so. Okay. Wie gesagt, machen wir die Route kurz mal fertig und dann war es in dem Part auch wirklich mal. Der dauert schon viel zu lange. Aber so wirklich viel zu lange. Also, viel, viel, viel zu lange. Oh nein, it's T-Bubbles. T-Bubbles. They hurt. Okay. So, Tentakul. Kommen wir auch noch so hin. Ist voll nicht cool, yo. Also ich finde, hat sich gelohnt dafür für den Spaß jetzt gerade. Dass es jetzt ein bisschen länger gedauert hat und alles. Aber den Spaß wollte ich mir einfach gönnen, dass sich beide gleichzeitig entwickeln. Könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. So. Ich hoffe, es kommt kein Trainer mehr, weil theoretisch müsste Rihorn nach vorne und dass ich Rihorn nicht im Wasser kämpfen lassen will, ist, denke ich mal, selbsterklärend. So, ich glaube, ich müsste gleich da sein. Ja, da haben wir schon. La Ils Sinobre. Standerkundung kommt irgendwann anders. Im nächsten Part gehen wir auf jeden Fall ins Pokémon-Haus und fangen dort das sechste Teammitglied. Wer hätte gedacht, dass ich das darin finde jetzt? Keine Ahnung.
Aber wie gesagt, im nächsten Part. Für diesen Part war es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, bis dahin und tschüss.